Yo, yo, ihr verrückten Biester, das war nun also der Trailer zu unserem Cops and Robbers Projekt. Ich erinnere mich eigentlich richtig gerne an den Entstehungsprozess und wie wir da tagelang durchgehasselt haben. Franjo hat mich dafür sogar besucht und wir haben dann wirklich von früh bis spät einfach nur gebaut, zwischendurch eine kleine Pause zum Essen gemacht und dann weitergebaut, weil wir einfach ein Ziel vor Augen hatten und fertig werden wollten. Und das Endprodukt, finde ich, kann sich wirklich sehen lassen. Aber nicht nur, was wir gebaut haben, sondern auch, was für Texte zum Beispiel da an Common Block Stuff wieder gezaubert hat. Oder natürlich die Autos und vielen kleinen Entities, die Spleck für das Ganze hier entwickelt hat. Das ist einfach nur super cool und ich finde wirklich, es macht total viel Spaß, selber zu spielen. Deswegen, wenn ihr mal ein bisschen Zeit über habt, zockt es einfach mal selber an. Wie gesagt, das Ganze kann man im Minecraft Marketplace sich holen. Kostet, glaube ich, so 5, 6 Euro oder sowas. Ich bin mir gar nicht so genau sicher. Ist auf jeden Fall nicht die Welt. Und wenn ihr euch das Ganze gekauft habt, dann schreibt uns gerne mal hier unter das Video, wie ihr die Map fandet. Ansonsten danke, dass ihr immer noch so fleißig unsere Videos schaut. Links oben könnt ihr uns abonnieren, rechts ist ein anderes Video verlinkt und links unten ist nochmal unser Minecraft Maps Shop verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, bleibt cool, haut rein und cheerio! Yo!